Die fünfte Woche der Strauß Prime League ist gespickt mit Stomps, Statements und Befreiungsschlägen. Die wichtigsten Ergebnisse und Entwicklungen der Spieltage 10 und 11 gibt's jetzt im Bitburger Cooldown. Die beste Leistung der Woche erbringt Eintracht Spandau, das mit zwei eindrucksvollen Machtdemonstrationen seine direkten Verfolger in die Schranken weist. Damit können Smiley und Co. die alleinige Tabellenführung verteidigen, während die Unicorns und SK Prime sich vorerst weiterhin Platz 2 teilen müssen. Da lässt Pride sie einfach nicht raus, bespaßt sie alle und Smiley von der Flanke und Pride lebt immer noch. Und die werden hier einfach aufgerieben, Alanio, keine Chance haben die. Überraschungsteam Evi verbucht in Woche 5 ebenfalls zwei wichtige Siege und fliegt damit auf den Flügeln von Tazakus Xayah an Maus vorbei auf Platz 6. Komm einfach dazu. Ja, und da ist dann auch mal der Ken in der Zwischenzeit. Das fightet man einfach zu viert. Während Knight einfach schon mal den Inhibit nimmt. Im vorletzten Spiel der Woche schafft Underdog Gamer Legion den Upset gegen Schalke. Dadurch haucht Botlane-Star Jinjo seinem Team im Abstiegskampf neues Leben ein, nachdem es zuvor unfreiwillig half, die Durststrecke der Frankfurter Eintracht zu beenden. Der nächste Kill jetzt! Und Jinjo rastet aus! Double Kill für Jinjo, Gamer Legion übernimmt das Game! In Woche 5 zieht sich die Prime League-Tabelle ein wenig auseinander. Spandau sichert erneut die Spitze, Frankfurt schließt zu NNO auf und Maus fällt aus den Top 6. In Woche 6 sind besonders SK und die Unicorns gefragt, da es für beide Hochkaräter um die Festigung von Platz 2 geht. Außerdem erwartet uns eine Super Week, in der zusätzlich zu Donnerstag und Freitag auch am Sonntag gespielt wird. Wie immer live auf YouTube und Twitch.